Hilfe für psychisch belastete Familien. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Eltern und um ihre Kinder. Wenn Mutter oder Vater gerade eine schwere Zeit erleben, wenn sie selbst mit psychischen Problemen kämpfen, dann kann sich das auf die kleinen Kinder 1:1 übertragen. Und die Situation schaukelt sich dann immer höher. Im Asklepios Klinikum Harburg gibt es eine Therapiestation für Säuglinge, Klein- und Vorschulkinder sowie deren Eltern, wo man Hilfe bekommen kann. Und bei mir sind Britt Maike Fischer-Pinz, sie ist Erwachsenenpsychiaterin, und Katja Götting, sie ist Psychotherapeutin für Eltern, Säuglinge und Kleinkinder. Und beide leiten gemeinsam die Therapiestation. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo. Vielen Dank. Ich fange mal mit Ihnen an, Frau Fischer-Pinz. Sagen Sie mir, wie geht es den Eltern, die zu Ihnen kommen, typischerweise? Ja, man muss sagen, dass natürlich jede Familie, die zu uns kommt, mit ihrer ganz eigenen und individuellen Geschichte kommt. Aber grundsätzlich begegnet es uns sehr, sehr häufig, dass Eltern eine massive Erschöpfung beklagen und im weitesten Sinne depressive Symptome. Das heißt, sie erleben sich als freudlos, übermäßig gestresst, sagen, ich komme mit meinen Kindern nicht mehr zurecht, ich schreie die immer an, bin reizbar. Viele Eltern haben mit Schuldgefühlen zu tun, sagen, sie wären gerne bessere Eltern, kriegen es nicht richtig hin. Ja. Und oft kommt es vor, dass uns die Eltern beschreiben, ich funktioniere nur noch. Ich bekomme das Leben noch irgendwie hin, der Alltag läuft, aber ich merke, innerlich bin ich leer und gar nicht mehr dabei. Und Frau Götting, wie reagieren häufigerweise die Kinder, also typischerweise jetzt dabei? Typischerweise ist es ganz unterschiedlich tatsächlich, je nachdem wie auch schwer die Belastung der Eltern sind, können schon Säuglinge mit exzessiven Schreibproblematiken, mit Durchschlafstörungen, Kleinkinder dann mit exzessiven Anklammern, mit Trennungsproblemen, mit aber auch großen Wutanfällen, die nicht mehr regulierbar sind, oder aber im späteren Alter, im Vorschulalter dann auch mit Aufmerksamkeitsstörungen, mit depressiven Störungen, mit Angststörungen, mit sozialen Enthemmungen reagieren. Also die ganze Palette der Kinder- und Jugendpsychiatrie zeigt sich da dann auch schon im Alter von 0 bis 6 und ist behandlungsbedürftig. Genau, das ist mein Stichwort, im Alter von 0 bis 6. Das ist auch die Spanne sozusagen an Kindern, die sie aufnehmen, zusammen mit ihren Eltern. Das ist, glaube ich, genau. Wir hatten uns hier ein Beispiel überlegt. Wir hatten uns ausgesucht, eine depressive Mutter oder sagen wir mal, wo der Verdacht besteht, dass die Mutter Depressionen hat und zu ihnen kommt. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie der Ablauf ist, also wie Sie Ihre Erkenntnisse sichern und wie Sie dann auch helfen können. Die Voraussetzung für eine Aufnahme auf unserer Station ist, dass sowohl das Elternteil als auch das Kind eine psychiatrische Diagnose hat, eine Aufnahmediagnose. Und das bedeutet, dass wir getrennt voneinander Vorgespräche führen, das heißt, ich würde die Mutter kennenlernen und in einem psychiatrischen Gespräch eine Diagnose stellen. Mhm. Und Frau Götting würde Elternteil und Kind zusammen kennenlernen. Beide zusammen, genau, wo ich eben einen klinischen Eindruck über das Kind und über das, was die Mutter oder die Eltern mir dann über das Kind berichten, einen Eindruck verschaffe, ob eben in dem Alter auch schon eine psychiatrische Diagnose zu stellen ist und eine behandlungsbedürftige Diagnose zu stellen ist. Genau, und Sie hatten ja dann in unserem Beispiel festgestellt, dass bei der Mutter eindeutig Depressionen zu diagnostizieren sind. Und wie könnte jetzt in unserem Fall das Kind damit umgehen? Also in unserem Fall haben wir da ein 14 Monate altes Kind gesehen, was auffallend teilnahmslos im Zimmer, Kinder typischerweise sich schon auch nach einer Anwärmphase für das Spielmaterial interessieren. Dieses Kind ja wie emotional apathisch, eingefroren nennen wir das, in einer Ecke saß, mehr oder weniger an die Wand starrte und in keiner Art und Weise Kontaktmöglichkeiten hatte, zu mir aufzunehmen, aber auch mit der Mutter nicht im Austausch war. Dieses Kind kein alterstypisches Explorieren, Spielen, Kontaktsuche gezeigt hat,
keine Laute von sich gegeben hat. Kinder in dem Alter lautieren, sprechen ja auch schon, sind neugierig und schauen in die Welt. Und dieses Kind hat ohne Lust an der Welt depressiv ausgesehen tatsächlich. Und auch das, was die Mutter über den Kindergarten berichtet hat, er war schon im Kindergarten, da hat sich das Bild auch gezeigt. Und wenn sich das eben in verschiedenen Kontexten zeigt, stellen wir dann eine Diagnose, die behandlungsbedürftig ist. Ja. Die Spezialität Ihres Hauses ist ja, dass Sie ja beide eigentlich zusammen therapieren können, aber nicht nur, sondern Sie machen auch getrennte Therapien für Mutter und für Kind, oder? Ja, das ist richtig. Also es ist so, dass von der erwachsenentherapeutischen Seite, die meistens ist es die Mutter, muss man sagen, das dürfen aber auch Väter sein, Natürlich. Dass es einzeltherapeutische Gespräche gibt, auch Gruppentherapie nur für die Erwachsenen. Und ein wesentlicher Bestandteil unserer erwachsenentherapeutischen Intervention ist Achtsamkeitstherapie. Und das ist was dann wirklich erstmal nur die Eltern betrifft. Und auf der kindertherapeutischen Seite haben wir auch unterschiedliche Therapiebausteine, auch wieder an das Alter angepasst. In diesem Fall jetzt zum Beispiel, bei Kindern im Alter von 0 bis 3 bieten wir eben dann zweimal wöchentlich Mutter-Kind-Interaktionsbeziehungstermine an, wo sie dann eben in einem therapeutischen Setting sich kennenlernen, Signale lernen zu lesen, aufeinander einzugehen, Bindung aufzubauen, die auch Bewegungstherapie gemeinsam haben, Ergotherapie gemeinsam haben. Die aber auch ein 14 Monate altes Kind kann auch schon in einer Kleingruppe integriert werden, also mit anderen Kindern seines Alters lernt, in Kontakt zu gehen. Und eben, was bei uns ja auch sehr wichtig ist, ist die Milieutherapie, also auf Station, wo eben im Grunde rund um die Uhr 24 Stunden Pädagogen und Pfleger dann die Eltern und ihre Kinder anleiten, einen wieder alterstypischen Familienalltag zu etablieren, weil das ja alles außer den Fugen geraten ist. Ja, das ist ja sicherlich die Skepsis, die Patienten haben, bevor sie zu Ihnen kommen, dass das alles so künstlich ist. Das sagen Sie, Sie nennen das eine Milieutherapie. Wie stelle ich mir das praktisch vor? Also wie ist das? Also ist es dann so beim Schlafengehen oder beim Frühstücken oder je nachdem, wie alt das Kind ist, beim Wickeln, dass jemand neben mir steht? Das kann sein, das muss nicht so sein, aber es geht darum, dass von Seiten des pflegerischen und des pädagogischen Teams Alltag begleitet wird und man Gegenentwürfe gemeinsam entwickelt. Also in Abstimmung mit den Eltern, ne? Genau. Je nachdem, in welchem Entwicklungsbereich oder in welchem Bereich sie auch Unterstützung brauchen. Ne? Genau. Stehen Sie dann daneben? Es kann sein, dass Sie mit dabei sind sozusagen und die Situation gemeinsam gestalten. Also Pflegekräfte stehen dann. Genau. Und ist es dann so, dass dann so eine Pflegekraft sagt, guck doch mal, der Kleine will doch jetzt gerade das und das, probier's doch mal anders? Muss ich mir das so vorstellen, wenn Sie dabei sind von Ihrer Seite? Also erstmal finde ich es ganz wichtig, dass die Eltern sich auch erstmal als der Profi ihrer Kinder oder ihrer Situation wahrgenommen fühlen und dass wir auch erstmal interessiert und mit einer Idee von wir wollen sie und ihr Kind kennenlernen, erstmal teilnehmend beobachten. Das erklären wir auch alles. Das ist ja sonst erstmal sehr künstlich auch. Ne? Ja. Dass es erstmal darum geht, sie als Mutter-Kind-Paar kennenzulernen und in diesem Beziehungsaufbau, der uns sehr wichtig ist, auch ein Vertrauen zu schaffen, dass die Eltern von sich aus dann auch sagen können, das ist etwas, was mir immer sehr, sehr schwer fällt. Wie würden Sie es denn machen? Und wir dann durch die Spiegelung der Signale des Kindes den Eltern eine Palette an Möglichkeiten offenbaren und sie dann diejenigen sind, die schauen, was für sie passend ist. Und neben diesem Konkreten im Alltag ja dann in der Therapie parallel auch erarbeitet wird, warum vielleicht dieser Lebensbereich gerade so schwer ist oder warum es gerade für die Mutter beim Wickeln so schwer ist, obwohl andere Bereiche vielleicht funktionieren. Also es ist sehr individuell und sehr familienbezogen. Aber ja, manchmal stehen wir dann auch, wenn die Eltern ihr Okay dafür geben, das ist uns schon wichtig, daneben und machen Ratschläge und probieren dadurch zu unterstützen. Frau Gaudet, wie therapiert man denn ein halbjahres altes Baby in eine Einzeltherapie?
Genau, die kommen dann eben mit dem betroffenen Elternteil. Ja. Ich denke gerade an den Fall, eben ein 6 Monate alter Säugling, der eben mit seiner Mutter dann bei uns aufgenommen wurde. Und auf der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Seite haben die dann eine sogenannte Mutter-Kind-Psychotherapie. Da gibt es unterschiedliche Techniken, dass die Mutter für die Signale des Säuglings, die sie oft depressiv verschleiert, gar nicht wahrnehmen kann oder vor dem Hintergrund einer eigenen schwierigen Geschichte fehlinterpretiert, dass wir aus der Perspektive des Säuglings die Mutter ansprechen, was er vielleicht gerade mitteilen möchte, was er sich von ihr wünscht, was er gerade braucht, und leiten dann an, die Mutter sich da auszuprobieren. Und es ist ganz wunderbar, Säuglinge, Kleinkinder sind da ganz dankbar, wenn die Mutter sich ihnen zuwendet und die Signale einzuordnen weiß und prompt darauf reagiert im Sinne der Feinfühligkeit, und die Mutter merkt, ich bewirke was in meinem Kind, und das Kind sich ihm zuwendet. Das ist schon ein großes Aha-Erlebnis. Ja, das glaube ich. Ich glaube, eine große Rolle spielt für Ihre Patientinnen, für die Mütter auch Entspannung, weil das, glaube ich, auch so ein Druck ist, der ja am Ende das Krankheitsbild noch verschlimmert. Und Sie bieten ja da mehr als nur die Therapie, oder? Genau. Teil der Gesamttherapie ist, dass bestimmte Techniken auch gelernt werden im gruppentherapeutischen Setting, Entspannungstechniken, bestimmte Bewegungstechniken. Worum es dabei immer geht, ist, wie kann ich einen Umgang mit meinen Gefühlen lernen? Das ist oft das, was es Familien so schwierig macht im Miteinander, dass kein Weg gefunden wird, mit den Gefühlen gegenseitig umzugehen. Und das ist in vielen Familien etwas, was sich über Generationen zieht und tradiert. Und wir versuchen da anzusetzen, und dabei können bestimmte Techniken helfen. Umgang mit Gefühlen, aus der Stressspirale raus. Ja, aber es heißt doch auch, glaube ich, gemeinsam kochen, gemeinsam spazieren gehen. Das wäre Teil der Milieutherapie, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Also das gehört dahin. Ja. Genau. Und es ist aber so ein Gesamtpaket. Ne? Das wird, glaube ich, auch deutlich im Gespräch. Ja, ich glaube, das wird auch noch deutlicher, wenn man noch mal über diesen Strauß von beruflichen Disziplinen spricht, die Sie da vereinen. Also Psychiater, Psychologe, aber da gibt es ja die Pflegeseite und die Ergotherapeuten. Ich habe bestimmt mindestens 3 vergessen. Bewegungstherapeutinnen gibt es auch noch. Genau, im Pflegeteam arbeiten ja eben Pädagogen, Heilerzieher, Pflegekräfte, Krankenschwestern. Ja. Dann Sozialarbeiter genau, Achtsamkeitstherapeutin, genau. Wie lange ist man bei Ihnen? Ganz unterschiedlich. Das ist ja das Besondere bei uns, dass sich ja 2 Fachabteilungen da auch in Bezug auf die Behandlungsdauer miteinander einigen und im engen Austausch sind. Wir haben Familien, die profitieren von einer 4-wöchigen Behandlung, aber wir haben auch Familien, die bis zu 16 Wochen bei uns bleiben können, je nach Schweregrad, Dauer und Komplexität der Belastungen. Das heißt, man zieht sozusagen dann ein Vierteljahr bei Ihnen ein? Ja. Also rund um die Uhr, das auch nicht mit nach Hause oder am Wochenende nach Hause, sondern... Es gibt Möglichkeiten, auch mal nach Hause zu gehen und auch mal am Wochenende nach Hause zu gehen, aber es ist schon ein großes Commitment. Ne? Man lässt sich, man macht wirklich einen großen Schritt als Familie und lässt sich ein. Und umso wichtiger ist es, dass man sich bei uns angenommen fühlt. Ne? Ja. Das ist die Grundvoraussetzung für alles, was wir tun. Wann wissen Sie beide denn, dass es nun gut ist für die Patientin und das Baby? Oder das Kleinkind. Wann ist der Moment für die Entlassung? Kann man das sagen? Also ich kann es vielleicht von der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Seite anhand unseres Fallbeispiels auch noch mal sagen. Wenn wir ein Kind haben, was dann altersangemessen fröhlich, neugierig, spielinteressiert, kontaktoffen, aber auch nicht kontaktenthemmt, sondern Nähe bei der Mutter sucht, also wenn sich eine entwicklungsaltersgerechte Situation zeigt, dann gehen wir miteinander in die Diskussion, wie stabil zeigt sich die Mutter, braucht das Mutter-Kind-Paar noch Zeit, und ja, machen das davon abhängig, wie der Behandlungsverlauf war und wie stabil es auch ist. Ne? Okay, also individuell und eine Sache der Erfahrung, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Okay. Vielen Dank Ihnen beiden für das spannende Gespräch. Ja, sehr gerne. Wir haben zu danken. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!